Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Jedes Jahr treffen sich die Handballspitzenteams der deutschen Schulen in der Sportmetropole Berlin, um hier ihre Meister zu küren. Die Jungs und Mädels der Wettkampfklasse 2, das sind die Jahrgänge 98 bis 2001, und Wettkampfklasse 3, die Jahrgänge 2000 bis 2003, haben viele Stunden Training hinter sich. Und jetzt geht's. Jetzt müssen sie alles geben. Jetzt zählt die Leistung und natürlich der Spaß am Sport. Die Wettkämpfe werden in 7 verschiedenen Hallen in ganz Berlin ausgetragen. Mit dabei unter anderem das altehrwürdige Sportforum Hohenschönhausen und natürlich jede Menge Schulsporthallen. Eine wahre Mammutaufgabe, hier alle Teams richtig zu koordinieren. Ich finde es eine schnelle Sportart. Ich finde es eine Sportart, die zum Zuschauen viel Spaß macht. Man sieht unglaublich viel und es passiert einfach eine ganze Menge auf der Platte. Und ich glaube, das haben wir heute auch gesehen. Aber ich sehe das immer noch aus Sicht des Spielers und des Sportlers, dass das hier A, eine tolle Stadt ist. Wer wüsste besser als ich? Und B, natürlich auch eine tolle Auszeichnung als Handballspieler. Die besten Schulhandballer treffen sich bei dem größten Schulturnier Deutschlands. Eine geniale Sache, und das bedarf natürlich auch genialen Umständen. Alle Spiele werden mit einem speziell für Jugend trainiert für Olympia designten Handball ausgetragen. Also erstmal toll, dass Molten überhaupt sich so eine Sache überlegt und einen Schulhandball herstellt, speziell für diesen Schulhandballsport. Das ist super. Problem ist eben, dass dieser Ball gerade morgens ganz neu aus der Verpackung kommt, hart aufgepumpt ist und dann für viele Spielerinnen schwierig im Handling ist. Da einfach ein bisschen Luft rauslassen. Neben Sportlern, Trainern, Verantwortlichen und Funktionären müssen natürlich auch die Unparteiischen mit dabei sein, ist ja klar. Aber wie kommen diese jungen Schiris eigentlich dazu, hier die Pfeife in die Hand zu nehmen? Wir hatten selber gespielt und hatten es nicht geschafft hierher. Und dann war es eben eine gute Möglichkeit, trotzdem hierher zu fahren. Und wir hatten auch mit anderen Jungschiedsrichtern geredet, die letztes Jahr hier waren. Und die haben dann erzählt, dass es voll super ist. Hier wird es dann enden, das Handballspektakel in der Sporthalle Schöneberg. Und na klar, nur die Teams, die die Vorrunde, Zwischenrunde und die Halbfinals überstehen, dürfen hier im Finale um die begehrten Trophäen kämpfen.